Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa und Delilah. Willkommen zurück, ihr Lieben. Und heute machen wir etwas, was auf jeden Fall auch viel von euch erfragt wurde und wir schon öfter gesagt haben, ich weiß nicht, ob wir da die Besten für sind. Da gibt es ja auch online ganz viele gute Angebote für. Denn ihr habt uns gefragt, ob wir euch auch einfach mal Koreanisch beibringen können. Genau, wir hatten ja schon ein paar Episoden, wo wir auch koreanische Begriffe mal besprochen haben. Und ja, das kam gut an. Deshalb wollen wir das heute mal weiterführen. Wir sagen jedes Mal, ja, ihr habt das ja erfragt. Wir schieben es bei jedem Thema immer auf die Zuhörer. Ich glaube, das ist aber auch nicht so fair. Also wir haben auch Lust darauf. Genau, wir haben Lust darauf und wir haben auch ein paar gute Sachen. Ich denke, amüsante Sachen vorbereitet. Die Sache ist einfach die, dass man bei solchen Themen immer erstmal sagt, ja gut, wir sind halt nicht die Koreaner. Also es gibt natürlich auch ziemlich gute Ressourcen online dafür. Aber wir bringen euch einfach mal die Sachen bei, wie ihr sie erfragt habt, die uns auch Spaß machen. Deswegen habe ich mir eher so eine amüsante Runde mit Koreanisch vorgestellt, wo ihr auch ganz easy hoffentlich mitlernen könnt. Und zwar werden wir heute mit, wie soll ich sagen, Abkürzungen anfangen. Denn ich denke, die meisten von euch, die Koreanisch lernen, noch nicht so weit sind, die können vielleicht zumindest das Alphabet. Und darum geht's heute. Denn wenn man am Texten ist mit Leuten oder wenn ihr jetzt Koreaner kennenlernt, die schreiben euch irgendwie per Kakaotalk an, dann kann es sein, dass ihr einfach nur so ein paar Buchstaben gegengeschickt bekommt und ihr vielleicht gar keine Ahnung, was das bedeutet. Und darüber werden wir heute ein bisschen reden, über so Chatting, Sprachen, Textsprachen. Und in der Zukunft werden wir das ein bisschen weiterführen. Wir werden über Slang reden, der ein bisschen aktuell ist. Wir werden über die berühmten vier Buchstabenwörter sprechen. Also wirklich vier Buchstaben, nicht vier Syllables, ne? Also vier Silbenwörter heißen die im Koreanischen. Es gibt einige coole Sachen, die man einfach so nebenbei jetzt erfahren könnte, die man, wenn man jetzt vielleicht einen Koreanischkurs lernt, unbedingt nicht wirklich lernt. Ihr werdet ja wahrscheinlich dann eher so die Grammatik lernen. Das heißt, heute bringen wir euch bei, wo ihr vielleicht sonst ein bisschen stutzen werdet, wenn ihr nach Korea kommt und nicht wisst, was das genau bedeutet. Weißt du, wie man Social Media in Korea nennt, Lisa? Social Media, SNN. SNS. Du bist doch nicht gerade bei SM Entertainment. Aber genau, SNS wird es genannt. Und man ist da so dran gewohnt an dieses Fake-Englisch-Wort, dass wenn ich das höre, ich da schon gar nicht mehr drüber nachdenke. Aber ja, das ist das koreanische Social Media. Mm-hmm. Die sagen SNS. Und dann möchte ich den Koreanern manchmal sagen, aha, genau, das heißt ja im Westen nicht SNS. Keiner wird dich verstehen. Mm-hmm. Aber ihr lieben Zuhörer werdet jetzt wissen, was das Internet in Korea ist. Ich muss noch einen anderen Disclaimer geben. Weil wir heute über Abkürzungen sprechen, werde ich natürlich einfach nur die Hangul-Buchstaben, wie man sie bezeichnen kann, benutzen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn wir im Deutschen das ABC haben, dann kann man ja entweder beim Z sagen, also das Geräusch, oder man kann den Namen Z nehmen. Und im Koreanischen ist das genauso. Die Buchstaben haben auch Namen, aber ich vermute mal, weil ich, als ich Koreanisch lernen musste, nie die Namen lernen musste, dass ihr wahrscheinlich auch nur die Aussprache der Buchstaben gelernt habt. Tatsächlich hat jeder Buchstabe auch einen Namen. Zum Beispiel das T heißt Tiert oder das P heißt Piep. Wir werden heute aber zur Einfachheit für euch Lieben, die auch gerade lernen, einfach nur das Geräusch benutzen, damit ihr uns einfacher folgen könnt. Mhm. Die Sache ist die, wenn ihr jetzt Koreaner kennenlernt und ihr sagt, hey, ich lerne Koreanisch, ich werde mich jetzt zwingen, mit dir Koreanisch zu texten. Man hat ja ein bisschen mehr Zeit, wenn man text, dass man nachgucken kann, ein bisschen üben kann, was man schreibt. Das ist immer ganz nett. Aber dann kommen so die ersten Schwierigkeiten auf einen zu. Ich weiß, bei mir war das erste Wort, wo ich dachte, was steht da bitte schön? Das Wort Shilo. Und Shilo im Koreanischen, jeder, der Koreanisch lernt, du weißt natürlich, heißt, oh, ich hasse das oder ich habe keine Lust darauf. Ne? Das ist so dieses allgemeine Wort, mag ich nicht. Korrekt da zu schreiben wäre S-I-L-H und dann in der nächsten Silbe einfach nur das O, aber mit so zwei Buchstaben ausgedrückt. Aber wenn die Koreaner das texten, dann schreiben sie S-I-L-O, Shilo. Und ich dachte nur so, hä, was steht denn da? Und dann hat mir erklärt, ah ja, nee, das ist nur die coolere Art, Shilo zu schreiben. Die Sache ist die, dass natürlich dann erstmal eine ganz andere Schreibart von einem Wort und dann kann es ja passieren, das ist dann nicht offiziell, aber es kann durchaus passieren, dass sie es dann abkürzen, dass sie dir nur dann Buchstaben für S und L schicken. Und das soll dann Shilo sein, obwohl das gar nicht die Abkürzung offiziell von dem Wort wäre, zum Beispiel. Das ist teilweise sehr tricky, ja. Super verwirrend, genau. Vor allem, wenn man was übersetzen möchte, man kann ja teilweise schon ganz normale koreanische Sätze, wenn man die versucht zu übersetzen, da kommt ja schon teilweise nur Quatsch raus, ja, wenn man das über bekannte Übersetzungs-Apps macht oder so. Aber dann diese Abkürzung, man kann es wirklich vergessen dann, ja. Man kann nicht hinter die Bedeutung kommen, oft. Genau, deswegen wollten wir euch heute mit der Folge anfangen, wer die Buchstaben schon kann. Wir werden heute über diese Abkürzung sprechen, dass wenn ihr da vor denen steht und die nicht übersetzt bekommt, weil es einfach keine App gibt, die es vielleicht gut übersetzt, dass ihr so ein bisschen Ahnung habt, was euch erwartet. Nochmal nebenbei, natürlich werden wir die Wörter alle
alle auf podchatalk.de für euch nochmal auflisten, ja, also dass ihr das auf jeden Fall auch nochmal visualisiert habt. Mm, das ist und wen das jetzt hilfreich. Schon genauer, ja, auf jeden Fall. Und wen das jetzt, wen das jetzt schon genauer interessiert, dem empfehlen wir auch jetzt schon die Seite sich aufzurufen und während des Hörens vielleicht schon mitzulesen, ja. Genau, so als kleine Warnung, also diese Abkürzung SL zum Beispiel, die ist jetzt nicht eine offizielle Abkürzung, aber das kann euch ja passieren, dass so nicht offizielle Abkürzungen euch entgegenkommen. Eine Sache, die ich auch sehr amüsant finde, dass sie dann englische Wörter ins Koreanische übersetzen, zum Beispiel thank you als thank you und dann nimmt man dieses Doppel-D, mit dem es anfängt, also d-d, und dann das K von Q und dann schreibt man einfach nur d-d k. Und das ist dann im Endeffekt thank you, aber halt die Abkürzung. Ach, das kenne ich gar nicht. Das ist nur so ein Beispiel, ist jetzt auch nicht offiziell, aber das kann einem halt auch passieren, dass sie dann halt dieses d-d k nimmt als so eine Art thank you. Genau, es gibt noch ein offizielles Wort für danke und da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Ihr werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr die Liste gerade online seht, die Liste auch sehen im Endeffekt. Mm. Also wir fangen jetzt erstmal an mit den offiziellen Abkürzungen und natürlich, wenn man im Chat ist, womit fängt man an? Mit dem Hallo. Und da haben wir natürlich dann einfach das Wort Hi, wie eigentlich im Englischen auch Hi, aber halt wegen dem koreanischen Schreiben ist es eher wie das deutsche Hi, der Fisch Hi. Und dafür kürzt man das dann einfach ab mit dem Buchstaben für H und dieses, das ist ein bisschen schwer zu erklären. Es gibt einen koreanischen Buchstaben, der keine Aussprache hat, wenn er zuerst kommt, aber wenn am Ende steht, eine Aussprache hat namens N. Und das ist aber jetzt halt der Fall, dass der bei dem Hi keine Aussprache hat. Das heißt, wir haben erstmal so einen Kreis mit einem Hut, das ist das H. Und dann haben wir einen Kreis als zweites Zeichen und das ist dieses sprachlose Ding, was einfach halt so ein Konsonant in dem Sinne ist. Und genau. Das steht für Hi. Das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, oder? Ja, und das sieht aus wie ein Schneemann. Wie Olaf. Ach so, wenn die übereinander stehen. Genau, aber die stehen ja in der Regel erstmal nebeneinander, weil die Buchstaben ja separat stehen, theoretisch. Ah, nebeneinander schreibst du die? Ich sag mal, wenn du die natürlich hintereinander, wenn du erst das H und dann das... Untereinander kommen die dann gar nicht, weil ein Ng fehlt. Ja, okay, hast du recht. Ja, die Buchstaben nebeneinander stehen, wie Be Right Back zum Beispiel. Ah, aber es würde aussehen wie ein Schneemann, wenn man sie untereinander schreiben würde, genau. Das sind zwei Kreise mit einem Hut. Ja, genau. Wir haben gerade das Hi gesagt. Ich weiß jetzt nicht, das nächste, was man sagen würde, aber gehen wir mal zum Tschüss. Da benutzt man tatsächlich das englische Wort einfach Bye-Bye. Und ihr könnt euch vielleicht nicht vorstellen, dann nehmen wir einfach das BB. Also BB. Und oh, wie kann man dem Buchstaben erklären, wie das B aussieht? Das sieht aus wie ein Topf, wo Wasser drin ist zur Hälfte. Das ein halb so gefülltes Wasserglas. Das Glas ist halb voll sozusagen. Das Glas ist halb voll. Oder halb leer. Kommt drauf an, wie ihr drauf seid. Genau, und das steht halt für Bye-Bye, also auf Wiedersehen, also im Englischen. Da gibt es nochmal dieselbe Version, von wo man die stärkere Aussprache davon benutzt, wenn man die zwei Bs nochmal nebeneinander tut. Diese Doppelsounds nennt man das im Koreanischen. Das ist dann eher so wie ein starkes P eigentlich, so Bye-Bye. Und das ist dann einfach nochmal dieses BB, dieser leere Topf nebeneinander. Halb leere Glas nebeneinander. Aber einfach nur der eine Buchstabe, das ist schon das Bye. Also zweimal. Genau, das ist einfach das Bye schon, genau. Das heißt, wenn du zweimal B machst, ist es Bye-Bye. Ach, mein Gott, ich lerne ja hier auch noch neue Sachen kennen. Ja, und wie gesagt, wenn ihr das zum ersten Mal seht, denkt ihr, warum steht da zweimal BB? Das ist halt... Was ihr schon mal in Dramen vielleicht sieht, was so als Witz gerne benutzt wird, dass wenn Leute sogar zu faul sind, euch ein ganzes Ja zu schreiben. Also wie im Koreanischen ist Ja auch einfach nur eine Silbe. Also wie im Deutschen ist es Ja einfach nur zwei Buchstaben. Im Koreanischen sind es drei Buchstaben. Und wenn du richtig faul bist, machst du halt nur zwei Buchstaben daraus. Dann bekommt man einfach nur so zwei Kreise. Also die zwei Kreise sind die kurze Version für Ja, denn Ja ist N. Und da wäre normalerweise noch ein Strich zwischendurch. Das wird manchmal in Dramen so als Witz benutzt, dass jemand einfach vielleicht zu respektlos ist, dass er überhaupt die Zeit hat, euch Ja zu schicken. Das heißt aber natürlich nicht, dass man das nicht auch so macht. Also an sich dieses zwei Kreise ist da eine populäre Abkürzung in Chats. Die seht ihr ganz oft, die auch ohne negative Bedeutung. Aber in Dramen ist das schon mal eine negative Bedeutung bei. Mhm. Hast du denn schon mal ein paar Schotte-Versionen benutzt vom Koreanischen? Ja, ich kenne das okay, ne, das kann man ja auch. Das literally als nächstes hier stehen, großartig. Ach so, wie lustig, genau. Ja, okay. Gut, dann erklär mal, wie das okay aussieht. Ja, das okay ist auch ein Kreis und dann der Sound für K, also Kiok. Und mich wurde schon mal in Deutschland gefragt, weil ich bin so daran gewohnt, dass nämlich auch dieses Lachgeräusch, dieses K, weil die Koreaner halt ja, so, dass das ist auch, ja, genau. Und das ist einfach ein F umgedreht. Und ich wurde so oft gefragt, was heißt denn dieses F umgedreht? Wie machst du das? Wieso drehst du das F um? Also das ist dieses Geräusch ist einfach ein F umgedreht und das ist halt entweder, wenn du nur K postest, ist das ein Lachen, aber wenn du halt diesen Kreis und dieses K postet, ist das okay, weil es halt ein starkes K-Geräusch im Endeffekt auch ist. Fürs Lachen gibt es, seitdem wir im Westen ja auch Ha-ha-ha-ha machen, auch die koreanische Version davon, wo man dann im Endeffekt einfach wieder den Kreis mit dem Hut nimmt, weil das ist ja das H im Koreanischen. Also das wäre dann Ha-ha-ha-ha oder Hü-hü-hü, so in die Richtung. Ein Symbol, wo gar nicht die Aussprache mitspielt, sondern wo eher das Aussehen mitspielt, wäre das weinende Gesicht im Koreanischen. Weißt du, wie man das weinende Gesicht macht? Ja, das ist der koreanische Sound für you, also das ist ein Strich und da
gehen dann zwei Striche von runter quasi. Und das soll dann Augen sein, die so zu Schlitzen zusammengemacht werden, weil man weint, ne? So zusammengekniffene Augen und dann die Tränenrinnen, die dann runtergehen. Das sind so richtige Ringe. Genau, man kann, also am populärsten ist das immer das U dafür benutzt, aber man kann auch einfach das U dafür benutzen, dass es dafür nur ein Strich runtergeht. Und ja, genau, beide sind im Endeffekt ein weinendes Gesicht, so wie wir im Englischen das TT benutzen würden, ne? Also zwei große Ts. Die sehen dann genauso aus wie das U eigentlich im Koreanischen. Genau. Witzigerweise, das habe ich bei der Nachforschung erst herausgefunden, manchmal schreiben Koreaner, das habe ich aber selber noch nie erlebt, angeblich schreiben Koreaner manchmal auf Englisch ein großes O, ein großes T und ein großes L. Und wenn ihr euch das anseht, wenn ihr das jetzt mal niederschreibt, O-T-L groß, dann soll das aussehen wie jemand, der vor absoluter Scheu, Leiden, Misery auf seinen Knien um Vergebung fleht. Oh, da muss man aber viel Fantasie haben. Ich habe es mir gerade mal hier aufgeschrieben, aber da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Ja, da muss ich auch die Erklärung daneben bauen. Ich so, OTL, ist das ein Namenkürzung? Ach, warte mal. Der Kopf, okay, das verstehe ich, ja, das aber der Kopf ist der auf dem Boden und die Knie sind dann das L hinten, ne? Genau. Interessant. Dass man so einen erbärmlichen Hund eher darstellt. Genau. Ja, oder so Big Bao vielleicht. Also das koreanische Big Bao ist auch so, oder? Mm, genau, genau. Ja, dann kommen wir mal dazu. Wir hatten ja bisher nur so ein paar kurze Sachen. Es gibt auch große Wörter, die abgekürzt werden. Und ganz besonders, wenn ihr Geburtstag habt, dann kann es euch auch passieren, dass ihr einfach nur zwei Buchstaben zugeschickt bekommt. Also in der Regel sind die Leute vielleicht eher sagen dann, oh, es hängt Chukaeo. Die sagen dann das ganze Wort. Aber man kann auch einfach Chuka Chuka schreiben. Und das kann man abkürzen, indem man nur Ch-K-Ch-K schreibt im Endeffekt. Und das ist ein Männchen. Ich würde eigentlich sagen, also das sieht aus wie so ein Männchen, das einfach die Beine breit hat. Dann haben wir wieder das F umgedreht, dann wieder das Männchen, das die Beine breit hat und wieder ein F umgedreht. Und das ist im Endeffekt, ja, die Abkürzung für Chuka Chuka, also Chuka Hair. Chuka Chuka kenne ich, aber dieses abgekürzte habe ich noch nie gesehen. Auch interessant. Hm, genau, das wird einem auch begegnen schon mal. Ich habe das Gefühl, das hätte ich vielleicht auch sagen sollen. Also ich denke, dass viele Koreaner bedenken. Natürlich, dass ihr vielleicht erst dieses Slangwort alles so nicht kennt. Aber wenn ihr, ich sag mal, in der Uni, in einem Gruppenchat drin seid und wenn ihr untereinander mit sich reden, seht ihr das ständig, diese Abkürzung. Mm. Und das muss auch nicht nur Geburtstag sein. Also wenn ich einfach so gratuliere, der Motto so, alles Gute, dass dein Paper angenommen wurde. Alles Gute zur Hochzeit. Also dann ist es schon mal wahrscheinlicher, dass man vielleicht die Abkürzungen aussieht. Ja. Genau im selben Stil haben wir natürlich auch, ich hatte gerade diese englische Version von Thank You erwähnt, aber wir haben natürlich auch eine koreanische Version von Thank You und eine ganz höfliche wäre Kamsahamnida. Aber das kann man einfach abkürzen. Dieses Gefühl von Kamsa ist nämlich das Gefühl vom Danken. Das heißt, wir haben das Wort Kamsa und nehmen aber nur das erste K und dann das S. Und das ist dann einfach wie das F umgedreht, nur ohne den zweiten Strich. Also das ist einfach nur dann so ein Haken, kann man fast sagen. Und dann haben wir nur die Beine von einem Mann. Oder so einen Berg, kann man sagen, für das S. Und das ist einfach Kamsa, Kais. Interessant. Kannst du das auch noch nicht? Das kannte ich auch noch nicht, nein. Also ich sag mal, in der Hauptsache chatte ich ja mit meiner Familie und die sind jetzt wahrscheinlich, also hat ja auch was mit Altersstrukturen zu tun, inwiefern man jetzt auch solche Chat-Trends dann aufgreift. Aber die chatten doch seltener mit solchen Sachen. Aber was zum Beispiel sehr oft verwendet wird, ich weiß nicht, ob du da noch drauf kommst, also als diese Satzzeichen, also Satzzeichen werden auch anders verwendet. Und zwar diese Schlangenlinien, die so wie so ein Minuszeichen, aber was sich so schlängelt. Das verwenden wir eigentlich in Deutschland für gar nichts. Ich benutze das ständig, aber ich weiß gar nicht, ich habe das, glaube ich, schon vor Korea ständig benutzt. Ja, genau, das kommt sehr oft vor, ne? In koreanischen Chats. Ich finde, das macht so das, was du schreibst, das hat diese Note dabei wie so ein Smiley, dass du softer meinst zum Beispiel. So, annyeong, und dann dieses Schlingelding dabei. Das ist dann so ein hey. Ja. Also so interpretiere ich das halt zum Beispiel. Stimme ich zu, ja. Gehen wir weiter. Wenn du jetzt dieses Schlingelding benutzen musstest, weil Leute dich missverstanden haben, weil die dachten, dass du das vielleicht böse gemeint hast, aber nicht freundlich, dann musst du dich vielleicht mehr entschuldigen. Und das ist dann jetzt ähnlich wie beim Kamsahamnida, dass wir einfach nur das Gefühl Kamsa nehmen. Es gibt nämlich auch das, wenn man sich entschuldigen will, dass man Chesonghamnida sagt. Das heißt, wir nehmen einfach nur das Chesong. Und da haben wir dann wieder dieses meine Person, die geköpft wurde, das ist dieses Ch. Und dann haben wir wieder nur die Beine, die aufeinander stehen, oder den Berg, das S. Und das ist einfach nur die Abkürzung für Chesong. Ach, na, aber da ist die Entschuldigung aber auch nicht so toll, ne? Wenn man die Entschuldigung so abkürzt. Das ist so ein bisschen, normalerweise hat man das Gefühl, dass man in Korea nicht wirklich viel Sarkasmus benutzt, was auch der Fall ist. Also Korea hat nicht so viel Sarkasmus, aber ich habe so ein Emoticon mal zugeschickt bekommen. Also zugeschickt im Sinne von, ich habe das untergeladen und tippe das als eigenes Emoticon. Und das ist Ryan von Kakao Talk, wie er da auf so einer Bank sitzt und sagt so, ah, Mian, das Song haben die da. Also im Sinne von nach dem Motto, dass er so sich gar nicht, dass es so ein sarkastisches Sorry ist. Also manchmal findet man das. Ich habe genau. Dann die Antwort
Anwendung dafür leider sehr, sehr wenig. Aber manchmal, wenn man so sarkastisch sein will, dann kann man das durchaus benutzen. Ja, also das finde ich schon, dass es das schon mal jetzt vielleicht nicht so auf der ganz verschachtelten Ebene gibt, ne? So wie in anderen Kulturen vielleicht. Aber das gibt es schon, finde ich auch, ja. Und selbst bei den Kakao-Emojis. Die sind echt super. Da müsst ihr auch, also dafür müsst ihr euch alle Kakao holen. Die Emojis sind großartig. Ich kann nicht mehr ohne sie leben. Dann geht's weiter. Wenn ihr jemandem gratulieren wollt, nach dem Motto so, wow, das hast du gut gemacht, guter Job. Oder es gibt es auch zum Beispiel nach der Arbeit, wenn jemand den ganzen Tag gearbeitet hat und der dann jetzt endlich Feierabend hat, dann sagt man auch, guter Job, gut gemacht. Und im Koreanischen ist das Sugo Hessaya oder Sugo Heyo. Das könnt ihr einfach abkürzen mit SG, Sugo im Endeffekt. Also SG ist wieder dann diese Abkürzung davon. Ein anderes Wort, das man abkürzen kann, wenn ihr vielleicht jemanden treffen wollt und jetzt nicht Bock habt, da den ganzen Satz zu schreiben, könnt ihr einfach wieder den Kreis und dieses Mal den Buchstaben für D, das ist eigentlich wie so ein C, das Ecken hat. Also wenn ihr so ein C mit Kasten schreiben müsstet, dann habt ihr einfach Kreis und halt dieses C mit Kasten, das ist dann einfach das D-Geräusch. Und das ist kurz für Odia. Wo bist du? Also Odi. Wo? Ach, das kenne ich auch nicht. Ich lerne voll was dazu heute. Ich werde, so texte ich meinen Mann jetzt nur noch. Ich bin gespannt, was der sagt. Wo hast du das denn alles gelernt? Bin ich auch gespannt. Ja, und wenn ihr, das ist eher auch jetzt so ein Slangwort, das so ein bisschen, wie soll ich sagen, das war mal ein Slangwort wie cool und heute benutze ich auch jede Oma cool. Also das nächste Wort, was jetzt kommt, ist eher so ein eingearbeitetes Wort, das jetzt überall gibt. Und zwar, wenn man überrascht ist, wenn man sagen will, what the, oder so, hä? Dann sagt man im Koreanischen, hol. Hast du schon mal gehört? Ja. Das ist so dieses hol. Genau, und das kann man auch abkürzen mit Buchstaben, wo du erstmal denken würdest, das heißt vielleicht hello, weil es ist einfach das H wieder, also dieses Kreis mit dem Hut und dann dieses L, wie kann man dann das L am besten beschreiben? Das ist wie eine 5 umgedreht. Oder umgedrehtes S? So ungefähr, ja. Stimmt, stimmt. Ach, die 5 ist ja gar nicht umgedreht, so sieht die 5 wieder raus. Genau, ein umgedrehtes S oder halt eine 5. Genau, und das ist dann einfach dieses Hull und so ein bisschen vom selben Stil, was auch mehr Slang ist, aber schon so lange Slang ist, dass man es eigentlich schon offiziell als Wort nehmen kann, ist das, wenn du sagen willst, boah, das ist extrem spaßig oder das ist extrem süß oder das ist extrem etwas, dann nimmt man im Koreanischen das Wort Cholla oder das wird geschrieben Chonna. Zum Beispiel extrem lustig wäre dann Chonna Chemita. Und da nehmen wir jetzt einfach nur vom ersten Wort und dann vom zweiten Wort die ersten Buchstaben, die ersten Silben. Das heißt, Chon Jem ist extrem spaßig. Und das kann man mit jedem Adjektiv machen, aber offiziell ist es, glaube ich, mit diesem spaßig. Und da kommt auch dieser Witz her, den ihr vielleicht online kennt als K-Pop-Fans, dieses No Jam. Also du hast keine Marmelade, heißt eigentlich, du bist nicht spaßig. Also dieses No-Englische No und dann Jam von Jemita, weil das Jemita heißt Spaß haben, spaßig sein. Ist ja ein bekanntes BTS-Meme. Genau. Und wie gesagt, dieses Chon, das kannst du mit allem verbinden. Zum Beispiel, also es wird halt manchmal eher mit einem L ausgesprochen, Chol. Und ich habe es damals gelernt mit Gyopta, also süß. Zum Beispiel, oh, Cholgui. Wenn du so sagen würdest, boah, das ist super süß, ich könnte das erdrücken, so süß ist das. Dann würde man halt Cholgui sagen zum Beispiel. Genau, im Stil von, dass man so englische Sachen benutzt wie bei No Jam, können wir auch einfach nur die Buchstaben NN benutzen für No No. Also Nein Nein. Nach dem Motto so, nee, nee, das ist nicht gut, Nein Nein. Oder einfach, gefällt mir nicht. Das wäre dann einfach No No. Das sieht jetzt aus wie dieses F umgedreht, ohne Strich und dann nochmal gespiegelt. Das ist ein bisschen verwirrend. Das ist wie ein L, das geköpft wurde. Also es ist ein ganz kurzes L einfach nur. Und das ist das N, das No-No. Für die Leute, die sich jetzt wundern, warum Hangul diese interessanten Formen hat, wer wirklich darauf achtet, das haben wir schon mal erzählt, die Konsonanten sollen die Position der Zunge darstellen so ein bisschen. Also wirklich, wenn man drüber nachdenkt, wie das N aussieht, so ist auch eure Zunge, wenn ihr das N im Koreanischen aussprecht. Das ist ein bisschen verwirrend zuerst, aber ich finde es relativ interessant, wenn man darauf achtet, wieso die Buchstaben im Koreanischen so aussehen. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist auch etwas, was ihr vielleicht ab und zu mal sehen werdet, gerade bei Social Media in den Kommentaren vielleicht, dass die Leute da irgendwie so eine interessante Nachrichten sehen und sagen, oh, wie unheimlich, das passiert gerade wirklich in der Welt. Dann werden sie einfach nur zweimal DD schreiben. Und das ist dann so dull, dull, das ist so dieses, oh, dieses Shivering-Geräusch, dass man so friert, dass man vor Angst friert. Also nicht aus Kälte, sondern so, dass man etwas unheimlich findet. Dann, sehr, sehr wichtig, ich glaube, die Deutschen und die Engländer, die lieben zu schreiben, hey, weißt du, wo das ist? Und dann sagen die K. Und die Engländer sagen halt, I don't know, IDK. Ne? Das heißt, das gibt es natürlich im Koreanischen auch. Kennst du das Wort im Koreanischen für ich weiß es nicht? Für ich weiß nicht? Mulayo? Mula, genau. Also im Endeffekt, Mula ist, dass man keine Ahnung hat und man kann es auch abkürzen wieder mit dem M und dem L. Das M sieht einfach aus wie ein Viereck und das L ist ja wie gesagt die 5 oder das S umgedreht und dann einfach nur diese beiden Buchstaben, ML,
würde dann heißen Mulla. Keine Ahnung. Ah, interessant. Dann, wenn es klingt so hart, wenn ich das erkläre, dieses J im Endeffekt, dieses englische J, das ist ja dieses, wenn du das anguckst, den Buchstaben, das sieht aus wie ein Mann, der den Kopf abgeschnitten bekommen hat. Also du hast die Arme und die Beine und du hast ja keinen Kopf mehr. Und das ist dieses Tsch. Und das kann man auch als Doppelgeräusch schreiben. Und dann ist es wirklich, wenn du auch schon zuhörst, weißt du schon ungefähr, was bedeutet? Dieses Tsch. Das ist so ein bisschen, wenn du Tsch machst. Also dieses, wenn jemand so, nee, was machst du wieder? Das, so geht das nicht. Also dieses im Englischen TSK, TSK. Ah. Ja. Also diese, ich kann das gar nicht im Deutschen aussprechen. Z. Also das würde ich auf Deutsch, würde ich T-S-E schreiben. Z. Also Z. Ah, genau. Ja, stimmt. Genau, im Deutschen würde man so schreiben. Mhm. Genau, und auf jeden Fall im Koreanischen benutzt man halt diesen geköpften Mann ins Doppelsound. Jetzt haben wir wieder ein englisches Wort. Ich fand, das war so ein süßes Pärchen zusammen. Also du siehst die halt oft zusammen, dass so jemand zum Beispiel sagt so, bist du bereit? Auf geht's. Da würde man so schreiben, Lady, go, go. Und ihr merkt schon daran, wie ich es ausgesprochen habe, dass das zwei verschiedene Wörter sind. Wir haben einmal Lady, also wir haben LD. Mhm. Dann haben wir halt wieder die 5 und dann haben wir das D, das aussieht wie so ein C-Kasten. Also LD ist ready. Mhm. Und go, go ist einfach GG so untereinander. Also wieder das F ohne den zweiten Strich. Das Lady, ist echt so go, süß. Go. Dieses go, go, das siehst du auch manchmal bei deinen Emoticons schon mal. Die haben auch diese Geräuschdinge schon mal daneben einem und dann hat man das auch schon mal dabei. Stimmt, ja, die haben so, oder ja, nicht Sprechblasen, aber dass halt so Buchstaben neben denen stehen, um halt nochmal zu verdeutlichen, ne? Was die ausdrücken wollen, ne? Ja, dann vielleicht, also wer K-Drum kennt, ihr wisst, dass man schon mal manchmal lautstark ist, dass man so jemandem anschreibt nach dem Motto, so, willst du sterben? Das gibt es ja im Koreanischen schon mal Spaß, dass man sowas sagt. Im Reden in Korea ist das nicht so, dass man sowas hört. Das sind eher so wie K-Drum-Konversationen. Aber man könnte ja fragen, dem Motto so, wow, das war so günstig, that's insane, ne? Also nach dem Motto so, crazy, verrückt, das ist so günstig. Es ist einfach so ein Gefühl, dass man es ausdrückt. Du musst jetzt nicht sagen, dass jemand verrückt ist, kann man damit natürlich auch, weil das ist einfach das Wort für verrückt. Das Wort für verrückt ist Michin. Das kannst du abkürzen einfach mit dem Vierkasten, mit dem Viereck und dann mit dem Symbol, das aussieht wie ein Mann, wie ein Mensch, der halt gerade seine Beine spreizt. Also M, Michin, heißt verrückt. Das heißt, wenn du einfach sagen willst, boah, das ist ja verrückt, dann würdest du einfach nur diese zwei Buchstaben benutzen. Das waren jetzt erstmal so die bekanntesten kurzen Abkürzungen, Kurzabkürzungen, ihr wisst, was ich meine, Abbreviations, Abkürzungen, die ihr so im Chatting findet. Das heißt aber nicht, dass das der einzige Stil ist. Das waren jetzt einfach die Buchstabenabkürzungen, was viel komplizierter ist, finde ich, weil die Buchstaben kann man vielleicht nachgucken. Was viel komplizierter ist, wenn man einfach die Wörter kürzt. Und das habe ich ja schon ein bisschen versucht zu erklären mit Chilo, ne, dass man einfach das Wort anders schreibt, dass man es auf eine gewisse Art und Weise im Koreanischen kürzer schreibt, dass man weniger Buchstaben benutzt. Mhm. Und das siehst du extrem viel beim Chatten und das macht Übersetzen super schwierig. Es gibt nämlich Wörter, die an sich anerkannt sind. Das habt ihr vielleicht auch im Drama schon mal gehört. Das offizielle Wort für Lehrer ist Sonsengnim. Das sind 3 Silben und dann haben wir halt das S am Anfang, ne? Sonsengnim. Und was man macht, um das Wort jetzt abzukürzen, da muss man erstmal drauf kommen. Von der ersten Silbe der erste Buchstabe, von der zweiten Silbe der zweite Buchstabe und von der dritten Silbe der letzte Buchstabe. Das ist dann zusammen Sam. Ah, Sam. Son, Sam, Nim, Sam. Ja. Genau, und da muss man erstmal drauf kommen, dass das eine Abkürzung ist tatsächlich. Und das ist eine Abkürzung, die halt schon so verbreitet ist, dass sie auch im Alltag benutzt wird. Also es gibt ein paar Abkürzungen, die ihr im Chat findet, die man auch hört, wenn man in Korea ist, die man wirklich offiziell hört. Und es gibt manche Abkürzungen, die man nicht hören würde, aber die man halt im Chat vorfindet. Ich habe jetzt nicht natürlich super viele, wir sind ja schon lange dabei. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele. Ein anderes Beispiel, was ihr in Person auch hören würdet, ist, dass man Animion, also wenn du jetzt einen Vorschlag machst, du sagst so, hey, wollen wir in den Park gehen? Ah, wenn du keine Lust hast, wie wäre denn die andere Option? Also sagst du, oh, Park, Animion, andere Option. Also Animion ist das offizielle lange Wort. Das kann man kürzen zu Anim. Und so im Chat würdest du das dann halt auch fortfinden. Das heißt, da müsst ihr jetzt wahrscheinlich leider auf den Blog gucken, das ist halt ein ganzes Wort, wie das dann geschrieben wird. Aber dieses Anim dann im Endeffekt ist eine kurze Version, die ich auch schon mal in Person gehört habe als Beispiel. Eine andere Version, die ich auch in Person ganz oft höre, ist, dass man Klonde, also so nach dem Motto so, na und, whatever. Dass man das so ein bisschen shortet to Künde. Also Künde an sich selber hat auch ein paar mehrere Bedeutungen, deswegen ist das ein bisschen verwirrend, aber Künde seht ihr im Chat, so wie auch in Person hört man das schon mal. Das sind jetzt Beispiele, die man halt vielleicht aus dem Chat dann ins reale Leben übertragen hat. Es gibt auch manche Wörter, die ich noch nie im wahren Leben gehört habe, aber halt im Chat schon mal vorkommen. Zum Beispiel kann man im Koreanischen sagen demune und das ist sowas wie wegen. Zum Beispiel wegen dem Wetter kann ich nicht kommen. Also Wetter demune kann ich nicht kommen, würde man sagen. Und dann kann das im Chat schon mal gekürzt werden zu dem-e. Also dieses demun wird so ein bisschen zusammengequetscht. Das ist so ein bisschen verwirrend. Ah. Oder was halt auch wieder populär ist, so ein ähnlich wie diese Lehrerversion, dass halt die Buchstaben wieder zusammengedrückt werden, ist, dass zum Beispiel das Wort jetzt
Im Koreanischen ist Chigim. Das kann man kürzen, indem man einfach nur Chi und dann den letzten Buchstaben M nimmt und dann hat man Chim. Und das finde ich verwirrend, weil das klingt halt auch wie andere Wörter. Das ist verwirrend. Ja, das genau. Das ist super verwirrend. Das klingt wie ein Essen im Koreanischen. Chim ist auch ja, Essen im genau. Koreanischen. Und deswegen ist aber halt nur ein J und nicht zwei J. Das muss man halt wissen. Das sind Sachen, die echt nicht easy sind, wenn man eine koreanische Chat-Person hat. Dann sagt man so, hey, was soll das jetzt so genau bedeuten? Na gut, schon. Ich meine, aus dem Zusammenhang, ja, vielleicht, dann ergibt sich das, aber trotzdem, das ist echt verwirrend, ja. Genau, wie ihr gemerkt habt, ich bin natürlich jetzt auch nicht auf so Schimpfwörter und sowas eingegangen. Das ist jetzt vielleicht auch nicht die beste Einführung, dass wir euch die Schimpfwörter vorstellen, aber ich wollte euch ein Symbol vorstellen, das so ein bisschen wie ein Schimpfwort benutzt wird, weil, keine Ahnung, vielleicht seht ihr es auch mal schon mal in Online-Plattformen, auf SNS, auf Instagram oder sowas. Und zwar, wenn man jetzt einfach dieses T, was man zum Wein benutzen würde, wenn ihr das umdreht, also wenn ihr das O benutzt, dann wird das in Koreanisch als der Mittelfinger benutzt. Ach. Weil es einfach halt ein Strich ist, wo ein Strich rausguckt und das ist dann halt die geballte Faust mit dem Strich da rausguckt. Hat mir zum Glück noch niemand geschickt. Ich glaube, das sieht man eher halt wirklich, wenn man auf diesen kontroversiellen Post auf Instagram landet, wo dann die Kollegen ja, sagen, okay, was könnte da los? Ne? Da sieht man das dann wahrscheinlich eher. Mm. Also in Person im Chat habe ich das auch noch nicht gesehen. Aber ne, kann ja sein. Genau, also ich wollte euch erstmal so eine, ich bin mal gespannt, das ist natürlich ein schwieriges Thema gewesen, dass wir nur Buchstaben jetzt hatten. Beim nächsten Mal sind natürlich auch Wörter dabei, ist vielleicht dann einfacher. Ich bin mal gespannt, wie die Folge heute ankam. Ihr könnt mir sagen, wie ihr das so fandet. Wir wollen in Zukunft halt auch gerne über Zahlen sprechen, die im koreanischen Slang benutzt werden. Wir werden an sich über koreanischen Slang sprechen. Wir werden auch über, wie gesagt, die vier Silbenwörter sprechen, die ja total coole poetische Bedeutung haben. Oder an sich einfach koreanische bedeutende Wörter, einzigartige Wörter. Das heißt, wenn ihr das hier gut fandet, wenn ihr wollt, dass die Reihe weitergeht, gerne Feedback geben, was anders gemacht werden könnte, wie ihr was mögt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie euch die Reihe so gefallen würde. Ich finde die Reihe persönlich, ich nehme das jetzt schon mal einfach vorweg, ich finde die Reihe persönlich sehr, sehr toll. Und ich finde, dass es auch gerade etwas ist, was zum Beispiel auch unsere K-Pop-Fans sehr interessieren wird, weil in K-Pop-Songs werden zum Beispiel oft natürlich Slang-Wörter verwendet oder also Trendwörter, wie auch immer, moderne Wörter oder auch in den Posts, die Idols machen, verwenden sie halt auch total oft so eine Sprache und ich glaube, den Leuten hilft es sehr, aber auch allen K-Drama-Fans hilft es, weil auch zum Beispiel Textnachrichten, die bekommen ja auch immer mehr und mehr Bedeutung, auch in Filmen und Serien, ne, weil die ja auch oft eingebunden werden in die Story und man sieht die dann eingeblendet und so. Und deshalb finde ich es schon wichtig, dass man das vernünftig verstehen kann. Mm. Okay, dann schreibe ich das bei euch. Pachachingus, schreibe ich das dann für euch. Ach, hast du gerade mitgeschrieben? Ich kann die Liste auch gleich einfach schicken mit den Wörtern. Nee, ich habe alles mitgeschrieben. Oh, das ist ja süß. Aber schick mir das gerne nochmal, dann kann ich natürlich überprüfen, ob ich das jetzt richtig geschrieben habe. Okay. Das war jetzt quasi so mein Diktat, oh, was ich jetzt für mal, mich selber wie gemacht habe. Wie toll, wie hart arbeitet die Lisa jetzt sogar bei der Aufnahme live dabei. Oh, ich habe richtig geschwitzt, du. Ich bin nass geschwitzt jetzt. Dolmetscherprüfung. Okay, super. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder wenn euch diese Folge überhaupt nicht gefallen hat, bitte meldet euch unter pochatalk@gmail.com. Schaut bitte unbedingt auf unserem Instagram-Account vorbei. Da geben wir uns auch immer sehr viel Mühe, mal irgendwie Interessantes zu posten. Und ihr könnt uns natürlich auf unserem Blog pochatalk.de immer zu jeder Zeit 24/7 besuchen und weiterführende Videos und Informationen zu unseren Themen sehen. Ja, das ist nämlich auch immer ganz interessant. Wenn die Themen euch interessieren, dann könnt ihr dort einfach noch ein bisschen tiefer in die Themen einsteigen und noch andere Sourcen da heranziehen. Ja. Vielen lieben Dank, dass ihr reingehört habt. Ich bin gespannt, von euch zu hören. Vielleicht habt ihr sogar noch andere Vorschläge, was Interessantes koreanisch wäre, was man im Unterricht nicht lernt. Also da sind wir jetzt eigentlich dafür euch da. Wir bringen euch jetzt Sachen bei, die ihr vielleicht nicht sofort im Unterricht lernen würdet. Slang, super. Interessante Wörter. Genau, immer her damit und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Tschüssi! Tschüss! Annyeong!